Der Zweitligist Eishockey-Club Löwen Frankfurt trauert um den 18-jährigen Nachwuchsspieler Niklas Kaus, der am Donnerstag an den Folgen eines Sportunfalls gestorben ist. Nach Tagen der Angst und intensiven Bemühungen der Ärzte haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Kaus hat den Kampf um sein Leben verloren, wie der Verein in einem Pressebrief mitteilte. Am vergangenen Samstag, 18. Dezember, stürzte der Jungster in einem Ligaspiel zwischen der Frankfurter U20 und den Red Devils Bad Nauheim auf der Eisbahn in die Bande und zog sich durch den unglücklichen Aufprall schwere Kopfverletzungen zu. Kaus wurde daraufhin in eine Klinik gebracht und sofort operiert. Die Ärzte hatten in den letzten Tagen alles getan, um Kaus zu stabilisieren, leider vergeblich. Nach langen und intensiven Bemühungen der Ärzte und Betreuer in den letzten Tagen versetzt uns der Tod von Niklas in einen Schockzustand und tiefe Trauer, sagt Patrick Steingraf, Sportdirektor der Lions Offspring. Für die Familie ist dies nach Tagen der Hoffnung und Angst das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Was passiert ist, macht uns alle in der Lee-Familie unendlich traurig und fassungslos. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie des Verstorbenen, und wir wollen sie unterstützen, so gut es geht. Laut Club soll der sportliche Betrieb in der U20 vorerst ausgesetzt werden. Niklas Kaus hatte bereits im Alter von 6 Jahren mit dem Eishockey bei den Löwen angefangen, und der Abwehrspieler ist seit Jahren ein absoluter Tremplayer in der Nachwuchsmannschaft. Im kommenden Jahr, nach dem Abitur, wollte er studieren, bei Airbus in Hamburg. Seine zweite Leidenschaft waren Modellflugzeuge. Wie sehr er dem Eishockey verbunden war, zeigt auch die Tatsache, dass er letztes Jahr eine Ausbildung zum Schiedsrichter absolvierte. Niklas war eine starke Stütze für seine Mannschaft. Sportlich, immer freundlich und hilfsbereit, und genauso wir werden ihn in Erinnerung behalten.